Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu doch noch einem zweiten Gameplay. Ich habe mir gedacht, nach dem Shyvana-Game haue ich jetzt einfach noch spontan ein Game hinterher, solange ich noch Zeit habe, bevor ich mich nichts anderes ruft. Und ich wette, einige haben sich gewünscht, dass das Shyvana-Game von eben nicht hätte hochgeladen werden sollen. Mal gucken, ob ich diese Menschen, Bartam, Jona oder Monsterkeks glücklich machen kann. Wenn ich sie überrasche, auch die haben wieder absolut... Oh! No! Doch, den Wort haben wir bekommen. Auch die haben wieder absolut keinen Plan, dass ich das Gameplay hier aufnehme. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die reagieren werden, wenn sie sich dann später online sehen werden. Und ich dachte mir, ich bin in letzter Zeit immer so ernst und so auf Tryhard aus. Und jetzt packen wir einfach den Master Yi aus. Weil ich Bock habe, meine Resets zu bekommen, weil ich Bock habe, Kills zu bekommen und richtig abzugehen. Und versuche dieses Game ein bisschen à la Mr. Mike EP 2014 zu feiern. Mal gucken, wie das gut geht. Die Gegner haben zum Glück Yasuo, Ash und Zed. Zugegeben, Zed kann mich ultien und ein bisschen Damage avoiden. Yasuo könnte rausleiden. Seine Windwand bringt ihm zum Glück nichts. Er ist wahrscheinlich noch ein relativ einfaches Ziel. Und die Ash könnte mich ultien für kurze Zeit. Aber das sind drei Squishies, die ich im Late Game hundertprozentig razern werde. Das ist der Plan. Oh, wait. Oh, jetzt habe ich mein E geskillt. Voller Überraschung. Aber es ist nicht schlimm. Denn wenn man so ein Pull bekommt, dann kommt man auch mit vollen Leben eben raus. So, jetzt machen wir noch den Grump. Ich liebe diesen Master Yi Skin. Der Star Wars Skin. Man hört ihn richtig durchschlitzen. Zip, 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 zip. Bisschen Speed fahren, bisschen. Oh, ist das ein sehr Top Lane? Oh, die Gegner sind Full 80. Das macht dieses Game ja noch leichter. Dann kann ich ja Titanic into Defense Plate bauen. Wobei ich eigentlich schon einfach YOLO auf Damage gehen will. So, kurz mal heilen und wir gehen rüber zum nächsten Camp. Wie effektiv... Oh shit, da wird schon extremst krass getradet und ich weiß ganz genau, wie eklig auf den ersten Level Set sein kann. Wie effektiv macht Master Yi die Kleinen hier? Ja, geht eigentlich. Gibt Schlimmeres, ne? Ich glaube, jetzt machen wir den großen zwei Alpha Strikes und er ist weg. Dafür haben wir die Tränke. Ja, genau. Perfekt. Hiernach wären wir Level 4. Mein Smite ist auch wieder dabei. Also wir kommen definitiv mit vollem Leben raus. Der Trank läuft auch noch. Das ist kein Problem. Noch hat Zed, glaube ich, nicht gewardet. Ich habe nicht gesehen, dass er sich von der Lane entfernt hat. Hikarim ist hier, Level 3. Das heißt, wir haben ihn schon mal überfarmt. Oh mein Gott, der Z-Damage. Push? Nee. Okay. Da wird schon gepinkt, weil ich weiß ja, Teleport... Deswegen habe ich erstmal lieber gefragt, ich weiß nicht, ob sie TP'n will. Das war der Ignite Passive Trade von einem Zed. Hikarim währenddessen mit Double Buff. Ja, beziehungsweise warte mal kurz. Der Gromp steht noch, der wird wahrscheinlich gleich zum Gromp gehen. Warte mal, wenn ich hier mit der Kampe, werde ich mit Level 5? That's a question. Nee. Die Lache musste sein. I'm sorry. Da musste ich nochmal fett lachen. Ich schön BM, sonst wäre ich doch kein Master Yi-Spieler. By the way, ich kann top wiederkommen. Ohne Scheiß jetzt.
Oh, ich komm nicht ran, Alter. Oh, shit! Das war so close. Wenn er Set wieder Cooldowns hat, könnte es jetzt für den Nasus eng werden. Okay. Sie macht das schon. Changing Smite, Attack Speed, Attack Speed. Ward Pinkport, Trank Pinkport. Und weiter geht's. Als ich den Hecarim gesehen habe, wie er auf mich anstürmt, da dachte ich, ich kann mich nicht heilen, weil wenn er mich wegschubst, ist die Heilung vorbei. Ich musste also direkt nachdem ich geschubst werde, meine Heilung spam. Und es hat funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Manche werden sagen Luck, ich sage kalkuliert. Oh, Vorsicht, der Zed. Ah, der Hecarim, es tut mir so leid. What? 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 Feels bad. Nice Gag. Na, das ist jetzt auch noch Level 6. Aber ich glaube, Zed's Level 6 müsste reichen. What the fuck? Nice Gag, Bro. Nice Gag. Krabbe. Krabbe into Yasuo. Oh Gott, die Krabbe wurde schon mal gemacht. Da merkt man doch direkt. Da merkt man doch direkt, wie tanky sie ist. Dodge der nach oben hin. Da hätte die Lux meiner Meinung nach ein bisschen noch den Master hier hätte zappeln lassen können. Das ist wie wenn du Lee Sin spielst und der Gegner nicht weiß, oh, wo geht der Q hin? Ich hab mal hier den Ward. Oh Gott, der wird direkt gefightet. Es geht gerade nicht. Serious? Come on, guys. Come on. Wer ist das hier? Bartam. Also das, mein Lieber, ne? Das geht aber anders. Sonst ping mich, oder wenn du nochmal so krass farmen willst. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren. Man darf nicht vergessen, mit Master Yi, ne? Power Farming ist das A und O. Wir sind aber auch noch über dem Hecarim, das ist das Wichtigste. Oh oh. Da ist schon wieder der Double Top Lane Gank. Diesmal wird's eng. Ah, da wartet der! Lauf doch rein, Pony! Lauf doch rein, wie du es davor auch getan hast! Ich glaube, da soll ein TP kommen. Wait, what? Gehe ich da rein? Ich habe keine Mana! Ich habe keine Mana! No! Wie teuer ist so ein Alpha Strike mit? Alter, Alpha Strike immer noch nicht. 100 Mana. Der Zed hätte mich killen können. So ein Scrub. Ganz ehrlich, ein guter Zed hätte auch gesehen, dass ich keine Mana habe. Ein guter Master Yi wäre auch nicht so reingelaufen. Alright, wir haben unser Blood Razor. Wir grasen jetzt unten alles ab. Ich würde echt gerne die Botlane ganken. Was ist mit dem der MF los? Hier steht 0-3. 30 CS! Jetzt als Jungler muss man abwägen,
Gankt man da? Oder würde es nicht mal mehr was bringen? Das ist jetzt die große Frage, die man sich als Jungler stellen will, wenn man Games gewinnen will. Du musst dir quasi den Dude aussuchen, mit dem du das Game carryen willst. Ich glaube, ich... Schade. Der wird schon engaged. Der Master hier darf sich durchschnetzeln. In dem Fall war es natürlich mehr als worth für mich. Kann man nicht anders sagen. Mehr will ein Master hier gar nicht. Hier ist wahrscheinlich sogar, ne, gewordet, weiß ich nicht. Krabbe ist da. Da geht's wieder ab. Ich würde vielleicht die Gunst der Stunde nutzen und überprüfen, ob der Häkerin sein Blue gemacht hat. Aber wenn er schon von da kommt, dann wahrscheinlich ja. Oh shit, my bad. Da hat der Master hier ultien müssen, ne? Oh! Schade. Ich hab gehofft, dass der Auto... Oh, what the heck, Karim? Schon wieder so ein Greedy Move, okay. Ich würde sagen, Vorsicht einfach. Das passt, wir haben zwei bekommen, Lux hat überlebt, das ist mehr als worth. Wir können uns das nächste Item holen. Blade of the Rune King ist super, Titanic Hydra ist ebenfalls super. Ich glaube, ich werde... Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Wie wär's denn mal mit einem BF-Schwert? Wie wär's mit einem BF-Schwert und zwei Daggern, so, dass du richtig die AD nutzen kannst? RIP. Ja, die Thrashs hier sahen die Kills ein, ne? Oh. Der Shadow! Zed hat kein Ulti! Zed hat kein Ulti! Oh! Run! Son! So, jetzt hat Ash kein Ulti. Ich glaube, ich kann den Zed by the way killen. Einfach so. Der wird bestimmt nach den zwei Minions hier reingehen, Warn oder so. Ich hab kein... Tja, komm doch hier rein! Der wollte es! Wow. Das war... Oh. Guck mal, warum läufst du erst so und dann so? Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, not even close. Ah, das ist schön. Das ist ein Fail Dive, oder? Ah, der Thresh ist so tanky. Das darf man nicht unterschätzen. Und wieder der Thresh der Monster Kicks. Schade. Da muss mein Red Buff gewardet sein. Warum? Wie konnte er es sonst wissen? Hm. Oh, ich habe noch keine Schuhe. Dann investieren wir doch mal kurz da rein. Wäre eine Überlegung, Ninja-Tabis zu bauen, ne? Gegen deren Team wäre Ninja-Tabis wirklich eine Überlegung wert. Aber wir wollen einfach durchrasern. Und ich glaube, mit dem Gear kann ich schon fast Ash und Thresh, sofern ich nicht ungünstig CC werde, alleine machen. Hicker no Ult? Ich glaube fast. Ja, selten Ulti müsste auch gleich wieder da sein. Gegner haben auch noch keinen Drachen gemacht. 14-12. Master E Late Game. Da kommt der Dodge. Da würde ich doch direkt mein Binding setzen. Schade, ich dachte, Nasus läuft durch, deswegen habe ich auch nur mein Ulti gezogen. Okay, nevermind.
Bisschen eine Miscalculation, kann man sagen. Die Gegner sind gerade echt viel am Roam. Das erschwert. Serious? Whee! Krieg ich das noch bevor der Thresh wieder kommt? Ich hau einfach die Autostruppe. Nice. Ah, auch da ist wieder gewardet. Ich muss aufpassen. Überall warden die Gegner. Okay, dass dieses Gebüsch gewardet ist, ist noch wahrscheinlicher als der Red Buff, das gebe ich zu. Wir haben eine super starke Two-Man-Army im Late-Game. Nasus tankt, ich schnetze. Nasus baut schon voll Rüstung, also es ist eine super geile Fahrkarte eigentlich zum Sieg. Mitte braucht Hilfe. Oh, der wieder... good job. Ich dachte gerade, es wär zu aggressiv nach vorne gesteppt. Aber die Luxus ist besser. Ist eine wahre Meisterin der Elemente, kann man sagen. Thorny ready. Definitiv ein super Item. Die Ash will den Arrow schießen von hier. Ich muss jetzt hier kurz warten. Ich sehe den Ash Arrow kommen. Als wenn ich's gerochen hätte. Es war so offensichtlich, dieses Play war so offensichtlich, ich musste da warten. Ja, da kann die Lux nichts dafür, also... Oh, wir können da gerade nichts machen. Oh, der Dornpanzer, der hat selbst zu schaffen gemacht. Es kann sein, dass der Thresh mit Zed hier wieder herkommt. Oh, zum Glück nicht. Ich muss gerade echt aufpassen, dass sie in meinen Jungle, wie die in meinen Jungle gehen. Wir fahren weiter. Ich finde es auch gut, dass die Gegner nicht ihre starke Botlane nutzen und einfach mal den Drake machen. Level 11. Wir farmen und farmen weiter. 104 CS. Wir müssen nur noch an den Nasus irgendwie rankommen. Botlane stirbt weiter. Also ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, da irgendwie nicht zu stacken und sein eigenen Lead noch zu verlieren. Ehrlich gesagt brauche ich Infinity Edge für mehr Damage. Ganz wichtig brauche ich die Infinity Edge. Arme Lux, 4 Mitte jetzt. Yasuo macht den Drake solo! Wie schnell macht er den? Nicht schnell genug, nicht schnell genug. Und er... Da ist er raus! Ja, da ist er raus! Das hab ich gesagt, Yasuo macht ihn nicht schnell genug. Ich denke, das ist der beste Plan, wenn die einfach versuchen, jetzt die Türme zu deffen. Hat Ash noch Arrow? Wahrscheinlich nicht. Shit, das wird hart für den Nasus.
Warum ultet die nicht? Scheiße, Nasus weiß, glaube ich, noch nicht genau, also mein Schatz weiß, glaube ich, noch nicht, wie behind wir gerade sind. Sogar der Yasuo, ne, der von Lux zweimal solo gekillt wurde, hat übelst die Oberhand. Das ist genau wie das Shyvana-Game. Es gibt immer einen Dude in meinem Team, wo ich weiß, okay, der kann's, aber die anderen durchtragen. Das ist die wahre Herausforderung. Eigentlich geht es. Wenn die anderen an den Türmen bleiben und diese deffen, dann geht es. Oh ja, sie läuft hoch. Das ist mutig, das One vs. One. Vor allem ohne Ulti. Und Hekarim im Nacken. Und da ist sogar noch jemand im Nacken. Shit. Warte mal, die Lux ist doch noch da. Die wurde wahrscheinlich von Zed gesund, oder was? Okay. Okay. Master Yi braucht seine Infinity Edge. Da haben die Crits gefehlt. Da habe ich fünfmal auf das Pferdefleisch mit meinem heißen Laserschwert durchgestochen. Und es hat dem Hickerin einfach nicht gekrittet. Hat er seine, wie heißt das, wo haben wir es? Chain West. Haben wir nicht durchbekommen. Okay, komm, der ist jetzt tot, oder? Er hat noch Ulti. Oh mein Gott. Er ist nicht tot. Machen die Baron? Können die Baron machen? Ich habe keine Ulti erst in 7 Sekunden. Ich muss noch warten. Da sneakt er sich wieder durch. Und währenddessen pushen die Mitte. Die können doch nicht alle. Oh, shit. Fuck. Er holt sich die Kills. Und jetzt habe ich meine Infinity Edge. Sie sind eigentlich in Überzahl. Wenn sie Nasus... Oh, Hekarim hat die MF. Das ist schwierig, ne? Ich werde auch auf keinen Fall irgendwie hier jetzt meine Mates blamen, weil manche haben einfach nicht so ein League-Verständnis, sag ich mal. Und naja, wenn man nicht daran denkt, dass da ein Hekarim sein könnte, dann ist man recht leichtes Futter. Aber irgendwann, wenn man 100 Mal abgefrühstückt wird von dem Hekarim, irgendwann denkt man sich dann, vielleicht soll ich dann nicht langlaufen. Und ja, dieser Zeitpunkt, der wird noch kommen. Ich muss checken, wo hier gewardet ist. Heil dich mal. Oh, jetzt sind die aber übel versammelt, die Gegner. Ja, ich kann eigentlich auch nur farmen und wirklich fighten ohne Nasus. Geht nicht. Oh mein Gott. Die Wall. Ich war der festen Überzeugung, dass sie den den Yasuo kriegen. Und war schon auf dem Rückweg, damit ich nicht von den Gegnern gesnackt werde. Und ich hätte nur noch diesen einen Auto-Attack machen müssen. Bleibt an den Türmen. Selbe Regel, selbe Spielregel. Das ist die ganze Zeit dieselbe Antwort. Was sagt man jemandem, der das Spiel noch lernt? Bleib in der Nähe der Türme. Es ist einfach der easyste Tipp, den du ihm geben kannst. Jedes Mal, wenn die rauslaufen, ist es ein Tod. Also es ist
Es ist schon sinnvoll, würde ich behaupten. Critical Strike, als nächstes brauche ich eigentlich einen Phantom Dancer oder Statics, gibt beides. Nasus will jetzt halt auch nur farmen und wir müssen jetzt groupen zu 5 unterm Turm. Wenn einer pusht, stirbt der Rest. Also das geht auch hier ganz klar jetzt für Nasus. Die werden jetzt gleich alle hochgehen, Nasus holen. Und dann können wir es wieder nicht halten. Letztendlich hat Nasus genug Items. Jetzt killt ihn! Killt ihn! Der ist früh! Free! Da! Oh, es ist eine Challenge, guys! Er steht in 4 Mann drinne und kommt raus. Okay. It is a challenge. Ich glaube, den Tower da oben müssten wir sogar noch fallen lassen. Der Dude, Ach du Scheiße, ist der fett. Ach du Scheiße, ist der fett! Holy shit! Oh ne, das war jetzt sehr deep, ne? Da kommst du ja raus. Guter Catch, das war ein guter. Das Pony geht sogar noch rein. Das ist kein AP-Pony. Ja, da muss man sagen, hat der Nasus, meine Freundin, das doch noch irgendwie gehalten. Aber es ist die übelste Challenge. Das ist wie im Shimana-Game. Aber unsere Fahrkarte zum Sieg, der Nasus. Alter, der Master hier hat mich gerade so schnell geschnetzelt. 2 Qs und wenn er so viel Gear hat, dann kommen seine 2 Qs quasi instant. Das war schon nicht mehr feierlich. Oh, sie wollen rein? Unlucky. Okay, ich spare gerade für meinen Phantom Dancer. Ich weiß immer noch nicht, ob Statics oder Phantom. Eigentlich ist Phantom Dancer besser, auch im Duell. Ich habe keine Ulti. Das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt nicht fighten will gerade. Guter Treffer von der MF. Oh! Ah, muss man schon sagen, ne? Ein Shadow Slash, Razor und Basic Attack und dann bin ich leider auch weg. Kann es halten? Kann sie es halten? No! Oh, I'm so sorry. Und ich weiß ganz genau, sie leidet mit mir. Sie leidet aufs Übelste mit mir. Bin mir ganz sicher. So, jetzt könnte ich immer noch mein Blade verbessern. Don't finish! Oh, die Gegner ziehen es einfach so durch. Das kann doch nicht sein, ey, das kann doch nicht sein, dass der Elo-Unterschied so krass hoch war.
Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen, ey. Das geht nicht in meinen Schädel gerade rein, ne? Das ist so heftig. Recently played. Ja, ich habe noch den alten Klienten. Das sieht super aus. Bronze 1. Okay. Und die gegnerische Ash. Platin 3. Ah, da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Aber warte mal, was war mit dem Thresh? Da muss ja theoretisch auch noch was drin. Ja, guck mal, die waren beide so, ne? Das verstehe ich halt nicht. Waren beide so. Also das ist halt super schwierig. Ich kann zwar die Ashe solo killen, aber wenn dann auch noch ein Thresh dabei ist, der genau weiß, wie man beschützt und Exhaust immer parat hat, wird es schwierig. Na gut. Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ne? Genießt den Sonntag. Das war sowieso eher ein YOLO-Game, war ja auch kein Rank. Von daher, haut rein. Bis zum nächsten Mal.